Hallo, herzlich willkommen im Häkelzimmer. Ich habe diese Woche dieses Dreieckstuch hier gehäkelt aus einem weiteren Knäuel, das ich vom Online-Shop Wolle Queen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das ist eine richtig tolle Wolle mal wieder. Ich sage gleich in dem Video noch ein bisschen mehr dazu und zeige euch natürlich auch genau, wie ich dieses Muster gehäkelt habe. Das ist ein Muster aus halben Stäbchen und Luftmaschen, ganz einfach zu machen. Und ich erkläre das gleich natürlich ganz in Ruhe, falls ihr das auch häkeln möchtet. Und falls ihr auch diese Wolle benutzen möchtet oder andere Wolle von Wolle Queen, stelle ich einen Link zu dem Shop in die Beschreibung zum Video, also unter das Video. Und wenn ihr dann über diesen Link in den Shop geht und bei der Bestellung den Rabattcode MEGA10 eingebt, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Wenn ihr andere Wolle nehmen möchtet, um das Tuch zu häkeln, geht das natürlich genauso, je nachdem, was ihr da habt oder womit ihr gerne häkelt. Das hier ist auf jeden Fall eine schöne, leichte sommerliche Wolle, sage ich mal, die man schön für ein Tuch jetzt für die wärmeren Tage nehmen kann. Hat Spaß gemacht zu häkeln und ich zeige euch jetzt gleich ganz genau, wie ich das gemacht habe. Viel Spaß dabei! Es geht also los mit diesem Dreieckstuch. Ich habe diese Wolle hier dafür ausgewählt vom Online-Shop von Wolle Queen. Habe ich die, wie gesagt, zur Verfügung gestellt bekommen. Die ist von Schoppel und nennt sich Froschkönig Shadow. Das ist die Bestellnummer 1496 und die Farbnummer 2535. Das ist eine Wolle, die zu 80% aus Schurwolle, Merino Fein Superwash, besteht und zu 20% aus Seide ist. Also wieder ein ganz feines Produkt, mit was so richtig schön weich sich anfühlt. Das fühlt man direkt, wenn man das Knäuel so anfasst. Das Knäuel wiegt 100 Gramm und hat eine Lauflänge von 600 Gramm. Ist geeignet für 2er bis 3er Nadeln. Ich nehme heute eine etwas größere, und zwar die 4er. Dann kriegen wir hier gleich ein richtig schön luftiges Sommertuch. Was ist noch zu sagen? Genau, die Wolle ist bei 30 Grad waschbar, sollte aber nicht gebügelt werden. Okay, ich habe mir hier schon mal so ein bisschen was abgenommen, damit wir gleich loslegen können. Und zu Beginn, um dieses Dreieckstuch zu starten, mache ich jetzt erstmal einen magischen Ring. Ich lege mir den Faden über die drei Finger meiner linken Hand, kreuze dann den Faden auf der Unterseite und halte dieses Kreuz mit dem Daumen fest. Dann habe ich hier zwei Streben auf der Oberseite der Hand, gehe mit der Nadel unter der ersten Strebe so hindurch und ziehe sie zweite darunter durch, dann drehe ich die Nadel einmal so um und ziehe mir den Faden durch diese Schlaufe. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den magischen Ring zu bilden. Das macht ihr einfach so, wie ihr es möchtet. Ich habe auch ein Video dazu, wie man das machen kann. Da zeige ich das ein bisschen langsamer. Das stelle ich mal in die Beschreibung unter das Video dazu, falls ihr euch das anschauen möchtet. Und jetzt fangen wir an und häkeln als erstes erstmal 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt häkeln wir in den magischen Ring als große Einstichstelle hinein und häkeln da als erstes erstmal 3 halbe Stäbchen rein. Ich nehme einen Umschlag, steche also in den magischen Ring rein, hole mir den Faden, habe dann 3 Schlaufen auf meiner Nadel und ziehe den Faden durch alle 3. Dann mache ich das nochmal, nehme also wieder einen Umschlag, gehe wieder in den magischen Ring rein, hole den Faden durch und ziehe ihn durch alle 3 Schlaufen auf der Nadel. Dann habe ich 2 halbe Stäbchen gehäkelt. Mache das noch ein drittes Mal mit Umschlag wieder in den magischen Ring einstechen, den Faden durchholen und durch alle 3 Schlaufen auf der Nadel ziehen. Dann nehme ich 2 Luftmaschen und mache genau das gleiche noch einmal. Also ich häkle jetzt wieder 3 halbe Stäbchen in den magischen Ring. Wieder mit Umschlag in den magischen Ring rein. 3 Schlaufen auf der Nadel und den Faden durch alle 3 ziehen. Nochmal Umschlag nehmen, in den magischen Ring einstechen, den Faden durchholen und durch alle 3 Schlaufen auf der Nadel. Und das noch ein drittes Mal. Umschlag in den magischen Ring rein und den Faden durch alle 3 Schlaufen ziehen. Dann nehme ich nochmal eine Luftmasche und häkel zum Abschluss der Runde noch ein ganzes Stäbchen, also ein normales Stäbchen, in den magischen Ring. Nehme also dafür auch einen Umschlag, steche in den magischen Ring rein,
hole den Faden durch, habe dann drei Schlaufen auf der Nadel und ziehe den Faden dann einmal durch zwei von diesen Schlaufen. Dann hole ich ihn nochmal und ziehe ihn durch die verbleibenden zwei. Dann habe ich ein ganzes Stäbchen zum Abschluss gehäkelt. Dann kann ich meinen magischen Ring hier zuziehen, indem ich an dem kürzeren Ende von diesem Faden hier so ziehe. Das schön festziehen und dann sieht man auch schon, dann hat man schon so eine kleine Dreiecksform, ein Mini-Dreieck. Und das wird jetzt natürlich mit jeder Runde ein bisschen größer. Wir häkeln jetzt zum Start der nächsten Runde wieder vier Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Und dann stechen wir in die Einstichstelle ein, die zwischen dem Stäbchen, das wir zum Schluss der Vorrunde gehäkelt haben, und dem letzten halben Stäbchen liegt. Also unterhalb der Luftmasche, die wir dazwischen genommen haben, zwischen dem halben Stäbchen und dem ganzen Stäbchen, da ist so ein kleines Fensterchen und da stechen wir jetzt ein. Das ist unsere erste Einstichstelle und da rein häkeln wir drei halbe Stäbchen. Nehmen einen Umschlag, stechen in dieses Fensterchen rein, holen den Faden durch und ziehen ihn durch alle drei Schlaufen auf der Nadel. Nehmen wieder einen Umschlag, gehe wieder in dieses Fensterchen rein und ziehe den Faden wieder durch die drei Schlaufen und mache das noch ein drittes Mal. Durch die drei Schlaufen ziehen, dann setze ich eine Luftmasche oben drauf und dann bin ich, wenn man sich dieses Dreieck hier so anschaut, ist das hier meine Spitze, die nächste Einstichstelle. Das ist sind die zwei Luftmaschen, die ich in den magischen Ring zwischen die Dreierstäbchen, zwischen die Dreiergruppe von halben Stäbchen gehäkelt habe, so muss man sagen. Das ist hier so ein kleiner Bogen, also auch so ein Fensterchen. Und das ist die Mitte bzw. die Spitze von dem Dreieck. Und da häkeln wir jetzt auch rein als nächste Einstichstelle. Ich nehme also wieder einen Umschlag, gehe in diese Spitze hier rein und häkel auch da drei Stäbchen rein. Eins. Drei halbe Stäbchen, Entschuldigung, zwei und drei halbe Stäbchen, gefolgt von zwei Luftmaschen und dann häkel ich nochmal drei halbe Stäbchen in diese Spitze rein. Ein halbes Stäbchen, ein zweites und ein drittes. Dann mache ich wieder eine Luftmasche und dann ist meine nächste Einstichstelle dieser kleine Luftmaschenbogen hier am Anfang, der daraus entstanden ist, dass wir vier Luftmaschen zum Anfang gemacht haben. Dann nehme ich wieder einen Umschlag, steche also in diesen Luftmaschenbogen hier am Ende rein und häkel auch da wieder meine drei halben Stäbchen rein. Eins, zwei und drei. Und zum Abschluss dieser Runde mache ich es wieder so, dass ich eine Luftmasche nehme und dann noch ein ganzes Stäbchen in diese gleiche Einstichstelle, in diesen Bogen reinhäkle. Also habe wieder drei Schlaufen auf der Nadel, ziehe den Faden durch zwei und nochmal durch zwei. Und dann habe ich die nächste Runde beendet. Ihr habt das vielleicht schon gemerkt, das ist jetzt im Grunde eine Abwandlung des Granny-Musters, dass man ja mit ganzen Stäbchen häkelt. Und sowas mache ich eigentlich immer ganz gerne, dass ich mir so ein bekanntes Muster nehme, das ich schon oft gehäkelt habe und das ich gerne mache, das mir gut gefällt. Und dann wandle ich das einfach ein bisschen ab und überlege, was kann man da noch draus machen. Und jetzt in diesem Fall ganz einfach das Gleiche machen, nur eben mit halben Stäbchen und dann mit jeweils einer Luftmasche weniger. Und schon hat man ein schönes neues Muster, das im Grunde eine ganz einfache Abwandlung eines bekannten Musters ist. Das finde ich so toll am Häkeln, dass man da einfach variieren kann, ein bisschen was ausprobieren kann, mal einfach was ein bisschen anders macht und schon entsteht was Neues, was dann auch wieder anders aussieht. So machen wir das jetzt in jeder Runde weiter. Wir nehmen immer zu Beginn jeder Runde vier Luftmaschen zum Wenden, drehen das Ganze dann um und häkeln dann als erste Einstichstelle in diesen ersten Zwischenraum zwischen dem Stäbchen und dem halben Stäbchen der Vorreihe. Darunter, unterhalb der Luftmasche, ist dieses Fenster. Und da häkeln wir rein unsere ersten drei halben Stäbchen. Eins,
2 und 3 halbe Stäbchen. Dann machen wir eine Luftmasche und die nächste Einstichstelle ist dann dieses nächste Fensterchen unterhalb der nächsten Luftmasche. Also das sieht man eigentlich ganz gut. Die Einstichstelle ist halt immer dieses größere Fenster. Da geht es dann jeweils rein und da häkeln wir immer 3 halbe Stäbchen rein. Gefolgt von einer Luftmasche. Und dann sind wir hier schon wieder in der Spitze angekommen. Und in der Spitze machen wir das Ganze eben zweimal. Wir häkeln zwei Dreiergruppen von halben Stäbchen in die Spitze. 1, 2 und 3. Dann machen wir 2 Luftmaschen. Machen das Ganze nochmal wieder in die Spitze. 3 halbe Stäbchen. 2 und 3. Häkeln dann wieder eine Luftmasche und stechen in das nächste Fensterchen rein, unterhalb der nächsten Luftmasche, und machen das da genauso. Wieder 3 halbe Stäbchen. Na. 2 und 3. Und dann sind wir schon wieder in der letzten Einstichstelle angekommen, hier in der Luftmaschenkette der Vorrunde. Wieder eine Luftmasche nehmen, 3 halbe Stäbchen um diesen Luftmaschenbogen rumhäkeln. 1, 2 und 3. Und zum Schluss eine Luftmasche und noch ein ganzes Stäbchen in diese gleiche Einstichstelle häkeln. Und jetzt sieht man das Dreieck schon besser, kann man schon ganz gut erkennen. Das machen wir jetzt in jeder Runde so weiter. Wir können ja die nächste Runde vielleicht gerade noch einmal zusammen machen. Ich mache das vielleicht noch mal ein bisschen langsamer. Nehme wieder 4 Luftmaschen zum Wenden. Drehe das Ganze um und häkle dann wieder in meine erste Einstichstelle zwischen dem Stäbchen und dem halben Stäbchen der Vorreihe. Wenn man es ein bisschen zieht, sieht man es besser. Hier rein meine ersten 3 halben Stäbchen mit Umschlag in dieses Fensterchen rein. Faden holen, 3 Schlaufen auf der Nadel. Ich ziehe den Faden durch alle 3, mache das noch ein zweites Mal. Und ein drittes Mal in dieses gleiche Fenster rein. Nehme eine Luftmasche und springe zu dem nächsten Fensterchen und mache das da auch. Also immer diese Muster oder besser gesagt diese Gruppen aus halben Stäbchen häkeln, immer 3 Stück. Gefolgt von einer Luftmasche und dann ist hier das nächste Fensterchen. Auch da wieder eine Gruppe aus 3 halben Stäbchen reinhäkeln. 1, 2 und 3. Eine Luftmasche drauf und hier in die Spitze dann wieder 3 halbe Stäbchen. 1, 2 und 3. 2 Luftmaschen und wieder 3 halbe Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche häkeln und in das nächste Fensterchen die nächste Gruppe von 3 halben Stäbchen häkeln. 1, 2 und 3. Danach wieder eine Luftmasche und zum nächsten Fensterchen hier springen. Da ist das. Und auch da rein wieder 3 halbe Stäbchen. 2 wieder eine Luftmasche und dann sind wir schon wieder am Ende. Hier ist wieder dieser Luftmaschenbogen und da häkeln wir wieder 3 halbe Stäbchen drumherum.
2, machen dann nochmal eine Luftmasche und häkeln zum Abschluss ein ganzes Stäbchen. Durch 2 und durch 2. So mache ich das jetzt weiter. Ich häkle jetzt einfach mal ein ganzes Stück von diesem Garn, dann können wir uns nachher mal zusammen so ein Zwischenergebnis anschauen, wie dieses Tuch aussieht, wenn wir so die Hälfte von dem Knäuel ungefähr verhäkelt haben. Und nachher gucken wir uns dann natürlich auch noch zusammen das Endergebnis an. So, ich wollte euch einmal einen kleinen Zwischenstand zeigen von dem Tuch. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich habe noch ungefähr die Hälfte, knapp 50 Gramm von dem Knäuel übrig. Sieht aus, als wäre das ziemlich wenig, aber dadurch, dass die Lauflänge doch recht hoch ist mit 600 Metern, kommt da doch einiges zusammen. Also das Tuch ist jetzt, wie gesagt, ungefähr halb fertig und sieht jetzt so aus. Wir können uns hier schon mal die Farben, können wir jetzt hier schon mal ganz gut sehen, wie sich das hier so, wie das so ineinander spielt, jetzt wo ich so die Hälfte des Tuchs ungefähr gehäkelt habe. Das sind ja verschiedene Grüntöne, von hellgrün bis dunkelgrün und dann so Zwischentöne. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, erinnert so an Teichwasser, finde ich, oder sowas. Also so ein bisschen, oder ja, irgendwie so Schilf. Das sind richtig schöne Töne, die auch gut zusammenpassen. Und dieses Muster, das sieht man hier jetzt auch ganz gut. Das ist ja eigentlich so eine Granny-Abwandlung. Und wenn man es in halben Stäbchen häkelt, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, dann wirkt das irgendwie ganz anders, ne? Als wenn man so ein typisches Granny-Muster hat, wo diese Löcher innerhalb des Musters natürlich größer sind, wenn man mit Stäbchen häkelt. Und das gefällt mir echt ganz gut. Das ist schon luftig und die Wolle ist auch luftig. Also die Wolle ist leicht, man spürt richtig, das wiegt nicht viel. Und sie ist auch ganz glatt und weich. Also man kann das richtig gut häkeln. Ich denke, das liegt an dem Seidenanteil. Der Faden läuft so ganz glatt durch die Hand. Und das Tuch fühlt sich auch so an. Also richtig schön jetzt für den Sommer. Ich mache das jetzt auf jeden Fall zu Ende mit diesem Restknäuel, den ich noch habe. Und sage euch dann am Ende natürlich auch nochmal die genauen Maße. Und zeige euch auch das Endergebnis noch. Ich bin jetzt mit dem Tuch hier fast fertig. Ich habe es gerade mal unten auf den Boden gelegt und gemessen. Und dabei sind mir hier die letzten Maschen noch mal aufgegangen. Ich häkel die jetzt gerade noch hier zu Ende und dann habe ich von dem Garn nicht mehr genug übrig, um noch eine weitere Reihe zu häkeln. Deswegen mache ich dann Schluss, wenn ich hier die letzten Maschen gehäkelt habe. Mache auch in diesen allerletzten Luftmaschenbogen noch mal 3 halbe Stäbchen, eine Luftmasche und ein normales Stäbchen. Und dann ziehe ich mir hier die Schlaufe so ein bisschen größer, schneide den Faden einmal hier ab. Das ist der Rest von dem Garn, was ich noch übrig habe. Das wird jetzt nicht mehr reichen für eine ganze Reihe. Deswegen ist jetzt hier Schluss. Ich ziehe den Faden hier durch die Schlaufe durch und ziehe ihn dann so fest, sodass das nicht mehr aufgehen kann. Und dann muss ich noch diesen Faden und auch den Faden, den ich hier vom Anfang habe, von dem magischen Ring, mit dem ich begonnen habe. Das muss ich dann noch vernähen. Dafür nehme ich nachher meine Vernähnadel und dann ist das Tuch auch schon fertig. Ich habe jetzt hier insgesamt eine Höhe erreicht, also von der Mitte vom Tuch bis runter in die Spitze sind es 60 cm und in der Breite von der einen Ecke hier bis rüber zur anderen sind es 1,30 m. Ich zeige euch jetzt noch mal so das Tuch im Ganzen, wie das dann so aussieht mit diesen schönen Farben. Vielleicht noch mal so ein bisschen näher an die Kamera, dass ihr euch das noch einmal so ein bisschen anschauen könnt, wenn ihr möchtet. Und hier seht ihr auch noch mal dieses Muster, das jetzt natürlich so durch dieses ganze Tuch durchgeht mit den halben Stäbchen in dem Granny-Muster. Ist also jetzt ein schönes, lockeres, luftiges Sommertuch geworden. Ich stelle euch den Link zu der Wolle, wie gesagt, unter das Video und wenn ihr da den Rabattcode MEGA10 eingebt, falls ihr in dem Wolle Queen Online Shop Wolle bestellen möchtet, bekommt ihr einen Rabatt. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein für dieses Tuch in dieser Woche. Ich hoffe, euch hat das gefallen, mir hat es richtig Spaß gemacht und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss!